Es gibt nichts Unangenehmeres, als die ganze Nacht versuchen einzuschlafen und es klappt nicht. Hast du alle Hausmitteltricks angewendet und es sogar auch schon mit geführten Meditationen oder Hypnosen probiert und trotzdem keinen Erfolg gehabt? In diesem Beitrag erkläre ich dir, auf was du achten sollst, damit du super schnell einschlafen kannst. Ich werde dir auch ein paar Meditationen zum Einschlafen vorstellen. Viel Spaß! Es gibt verschiedene Arten der Meditation zum Einschlafen. Viele sind sogar für Kinder geeignet, die nachts noch zu aufgedreht sind oder nicht schlafen können, weil sie sich im Dunkeln fürchten. Ideal ist es, wenn du bei der Meditation zum Einschlafen auch die passende Musik verwendest. Es gibt viele tolle CDs mit Musik für die Meditation zum Einschlafen, ansonsten wirst du garantiert im Internet fündig. Auch wir haben mehrere geführte Meditationen zum Einschlafen, die du mal ausprobieren kannst. Besonders wenn du gestresst bist, kreisen abends deine Gedanken noch um die Erlebnisse des Tages oder dringende Probleme, die du schnell lösen musst. Dieses Gedankenkarussell hindert dich daran zu entspannen und einzuschlafen. Und genau das ist das Problem, warum wir nicht einschlafen können. Es gibt in uns keinen Schalter, den wir betätigen können, um auf Knopfdruck einzuschlafen. Wenn du Meditation zum Einschlafen benutzt, kannst du aber genau dieses Problem umgehen. Doch wie geht das richtig? Auch wenn du noch nie meditiert hast, kannst du bei der Meditation zum Einschlafen nicht viel falsch machen. Du solltest dich allerdings nicht einfach nur mitten im Stress ins Bett legen und darauf hoffen, dass du in wenigen Minuten eingeschlafen bist. Stattdessen ist eine gewisse Routine hilfreich, die der Meditation zum Einschlafen vorangehen sollte. Diese Vorbereitungsschritte sind also wichtig. Erstens, vorab solltest du mindestens eine halbe Stunde vor der geplanten Meditation zum Einschlafen alle elektronischen Geräte ausschalten. Dazu zählt Tablet, Smartphone, Laptop und auch der Fernseher. Hintergrund ist der, das künstliche Licht dieser Geräte hält dein Gehirn aktiv und es soll ja eben zur Ruhe kommen. Außerdem aktivieren die meisten Medien dein Stresszentrum noch zusätzlich. Zweitens, für die gesamte Meditation zum Einschlafen benötigst du ungefähr 20 Minuten. Auch wenn du nicht meditieren, sondern einfach nur ins Bett liegen möchtest, braucht dein Körper diese Zeit, um sich entspannen zu können. Und die Entspannung ist wichtig fürs Einschlafen. Du kannst vor dem Einschlafen auch ein paar Dehnübungen, vor allem fürs Gesicht oder im Kiefer machen, um besser entspannen zu können. Denn hier im Kiefermuskel sitzt oft eine tiefe Verspannung, die viel mit Stress zu tun hat. Und so läuft die Meditation dann zum Einschlafen ab. Erstens, es ist hilfreich, wenn du bei der Meditation zum Einschlafen geeignete Entspannungsmusik hörst. Wahlweise kannst du auch eine geführte Meditation zum Einschlafen nutzen. Dazu haben wir auch ein paar erstellt, die wir dir gerne hier verlinken. Zweitens, lege dich dann ruhig und entspannt ins Bett und höre auf die Musik oder lausche der geführten Meditation. Versuche dich zu entspannen und konzentriere dich dabei ganz ruhig auf deine Atmung. Du kannst auch gerne deine Atemzüge zählen, wenn du möchtest. Drittens, spüre, wie dein Körper sich langsam bei jedem Ausatmen tiefer entspannt und du ruhiger wirst. Diese Ruhe geht dann ganz langsam in den Schlaf über. Viertens, beobachte einfach ganz ruhig, welche Reize auftauchen. Richte gerne abwechselnd deinen Fokus auf deine Körperwahrnehmung, dann auf das, was du hinter deinen geschlossenen Augen sehen kannst oder was du auch hören kannst. Folge deinen Gedanken nicht, sondern beobachte einfach, wie sie auftauchen und dann wieder an dir vorbeiziehen. Fünftens, Fortgeschrittene können ohne Musik oder geführte Meditation einem eigenen Ablauf folgen und sich langsam entspannen und sich so beispielsweise in Gedanken an einen ruhigen und entspannten Ort versetzen. Und als Geheimtipp fünftens, falls du dich schon mit dem Thema befasst hast, kannst du dir sogar deine eigenen Entspannungsübungen und Meditationen zurechtlegen und sie dann auch beim Einschlafen mit einer Astralreise oder einem Klartraum kombinieren. So kannst du nicht nur schneller einschlafen, sondern auch spirituelle Erfahrungen begünstigen. Wenn das bei dir mit der selbstständigen Meditation noch nicht so ganz gut klappt oder dich nicht so richtig tief entspannen kannst, solltest du vielleicht besser über eine geführte Meditation einschlafen.
Geführte Meditationen zum Einschlafen oder auch Traumreisen sind ideal für Kinder, aber es gibt auch keinen Grund, warum du dich nicht auch bei einer Reise in eine zauberhafte Galaxie oder andere spannende Plätze entführen lassen sollst. Im Bereich der geführten Meditation zum Einschlafen gibt es viele interessante Anleitungen und verschiedene Praktiken, bei denen du je nach Wunsch in unterschiedliche Umgebungen versetzt wirst. Auf Higher Mind stehen dir viele geführte Meditationen zur Auswahl. Besonders beliebt ist beispielsweise die geführte Meditation zum Klarträumen und Öffnen des dritten Auges. Wir haben auch noch ganz viele Meditationen zum Einschlafen, auch mit unterstützenden Binaural Beats. Die findest du alle unten in der Videobeschreibung. Alles klar, dann wären wir auch schon am Ende angekommen. Hast du selbst noch Tipps und Tricks zum Einschlafen mit Hilfe von Meditation oder möchtest du deine Erfahrungen mit uns teilen? Dann ab damit in die Kommentare. Abonniere unseren Kanal für mehr solcher Videos und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Beitrag wieder, in dem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao!